Herzlich willkommen bei Void mit mir Osus und heute gibt es wieder ein neues Unboxing-Video. Und die zwei Sachen, die wir uns heute angucken, schmuggeln schon hier in das Bild hinein. Ja, sie können es kaum erwarten, ausgepackt zu werden. Und zwar, heute haben wir was von Funko Pops. Oder im deutschen Raum auch gerne Funko Pop genannt. Persönlich nenne ich es auch lieber Funko Pop. Und ja, heute haben wir zwei Funko Pops von Yu-Gi-Oh! Und zwar haben wir zwei weiße Drachen. Wir haben einmal den normalen blauäugigen weißen Drachen. Ja. Und ich glaube, er ist relativ neu. Wir besitzen ihn jedenfalls noch nicht so lange. Und zwar haben wir den blauäugigen Thundrachen. Auf den bin ich ganz besonders gespannt, wie der aussehen wird, ausgepackt. Aber er sieht schon sehr lustig aus. Ja, mit der Toon World. Ich bin gespannt. Aber fangen wir erstmal mit den normalen weißen Drachen an. Befreien wir ihn mal von der Verpackung. Sieht aus, als wenn er Handschellen an hätte. Der extra Plaste. So. Befreien wir ihn mal. Plaste legen wir mal zur Seite. Hier haben wir ihn, den guten. Ja, ganz traditionell. Großer Kopf. Aber proportionsmäßig noch vollkommen in Ordnung. Ist durch den Kopf auch ein bisschen schwer, aber geht noch. Ja, die Verarbeitung, ja, ganz normal. Also wer Funko Pops kennt, da gibt es auch ab und zu mal ein paar Fehler. Ganz normal. So. Ich habe auch ein Messband. So, er misst ungefähr, naja, so 12 cm. In der Höhe und Breite. Ja, so 9, 9,5 vielleicht. Ja, stehen tut er auch. Relativ gut. Ja, kann ihn ein bisschen anstoßen. Ist relativ fest. Hat keinen Wackelkopf. Hat auf jeden Fall einen festen Kopf. Ja, eine sehr schöne Figur. Ich drapiere ihn mal. Der Platzhaltergummer muss mal aus dem Weg gehen. So, da kann er sich ein bisschen drehen. Könnt euch noch ein bisschen nebenbei anschauen. Aber kommen wir zu den wichtigeren, meiner Meinung nach, weil der andere, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Der ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Aber hier haben wir ihn nochmal. Den Thundrachen. Der muss relativ neu sein. Jedenfalls ist der mir oder uns vor kurzem erst vorgeschlagen worden. Online. Bin gespannt. Befreien wir ihn auch mal aus der Verpackung. Er ist ein bisschen fester eingepackt als der andere weiße Drache. Der war ja doch sehr lose.
Lass es auch mal zur Seite. So, hier haben wir ihn. Er sieht wirklich auf den ersten Blick sehr putzig aus. Gerade mit der Toon World unten runter, wie man ihn aus dem Anime kennt. Auch mit dem Schloss im Hintergrund. Ja, sehr schön. Und auch die Rückseite. Also sie haben es beachtet. Sind die anderen Thunmonster zu sehen? Ich glaube links Meerjungfrau irgendwas und rechts war der. Oh, wie hieß denn der Drache in dem Ei? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Leider im Buch steht nichts drin. Das wäre noch das i-Tüpfelchen, wenn das auch so wäre. Aber sehr schön. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Sogar mehr als der Originale. So, wo haben wir es? Vom Gewicht her relativ leicht. Da sein Kopf na, proportionsmäßig schon normal ist. Bisschen ungewöhnlich für einen Funko Pop. Also viel brauchen wir gar nicht. Schauen wir mal. Er ist in der Höhe so 11 cm. Und in der Dicke so 7 und in der Breite ja auch so 9 cm dem Buch. Ja, sehr schön. Ist wie gesagt relativ neu. Also noch zu einem recht guten Preis zu erhalten. Als Yu-Gi-Oh!-Fan sofort zugreifen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, ich zeige ihn noch mal. Sehr schön. Eine wirklich sehr schöne Figur. Auch gut verarbeitet. Ja, klar, wieder leichte Malfehler. Die sind aber immer da. Aber nicht, ja, nicht großartig. Sind sie. Ja. Also, Void empfiehlt diesen Funko Pop. Wir haben natürlich keine Verträge mit Funko Pop. Alles auf freiwilliger Basis von uns. Für euch ausgepackt. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick des neuen Toon-Drachens Funko Pops zeigen. Und ja, schreibt doch mal, ob ihr den vielleicht auch schon habt oder ihr ihn jetzt besorgen werdet. Oder ob euch Funko Pops am Hintern vorbeigehen. Würde mich interessieren, oder uns, besser gesagt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein bisschen kürzeres Video diesmal. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.